was hier zunächst nur wie die Ansammlung einer größeren Zahl von Automobilen aussieht. Wie ein beliebiger Parkplatz irgendwo zwischen Hamburg und Neapel ist die an mobiler Weltanschauung. Eine farbenfrohe Faszination an Kraft und Bewegung, die Hunderttausende in vielen Ländern der Welt in ihren Bann geschlagen hat und für die drei Buchstaben zum Symbol geworden sind. GTI. Diese drei Buchstaben symbolisieren seit mehr als 10 Jahren den Siegeszug einer Idee, den einmaligen Erfolg eines Automodells. Und seit 5 Jahren ist es der Wörthersee in Kärnten, der alljährlich zum internationalen Treffpunkt der GTI-Freunde aus ganz Europa wird. Nach langer, flotter Fahrt noch rasch eine kleine Korrektur. Dann ist man da, unter Freunden. Wer zählt die Völker, nennt die Namen, die gastlich hier zusammenkamen. Sich manchmal auch erst ein bisschen zusammenstreiten müssen. Was aber die Stimmung in keiner Weise beeinträchtigen oder gar bremsen kann. Und das ist gut so. Sag doch eine alte Volksweisheit. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Die überschäumende Freude des Wiedersehens kann aber trotz allem nicht lange davon abhalten, einmal mehr das unter Beweis zu stellen, was die Buchstabenkombination GTI in aller Welt zu einem Begriff der Überlegenheit, der Perfektion, des Temperaments, der Lebensfreude gemacht hat. Wie kein anderes vermittelt dieses Auto Sportlichkeit und Freude intensiv und unmittelbar. Ein Mensch, der weiß, dass nicht die Kraft allein es ist, die Freude schafft, schätzt angesichts der Slalomtage auch Wendigkeit und Straßenlage. Natürlich kann eine Schau der Perfektionisten einmal vom Wetter getrübt werden. Was aber ein richtiger GTI-Lenker ist, der weiß sich zu helfen. Bei einem hartnäckigen Hindernis zeigt sich erst recht der praktische Sinn der Fahrer einer Erfolgsmarke. Ein GTI findet immer seinen Weg. Er ist einfach nicht umzubringen. Und schon wieder flott unterwegs. Wen wundert's, dass man Liebeslieder auf ihn schreibt? Du bist für mich wie ein Turbo GTI, der mir auf Straße Power gibt. Und ich steh nur auf ein Turbo GTI. Und deshalb steh ich so auf dich. Das malerische Maria Wörth ist seit 5 Jahren jeden Sommer ein schönes Wochenende lang die GTI-Stadt Europas. Es ist der Treffpunkt liebevoll gepflegter, fantasiereich modifizierter und originell bemalter Supergolfs. Und deshalb steig ich bei dir ein.
Du bist der Wahnsinn. Für die Zaungäste gibt's immer eine Menge zu bestaunen. Mit deiner Lebensfantasie und deshalb steh ich so auf dich. Schier endlos sind die Reihen der kompakten Kraftpakete auf der Seestraße. Sie schaffen so nebenbei gleich eine Eintragung in das Guinness-Buch der Rekorde. Die längste Autoschlange, die je aus Autos des gleichen Typs gebildet wurde. Und wenn der Forschungs- und Entwicklungschef der Volkswagen AG, Professor Dr. Ernst Fiala, einen Schwimm-GTI über den Wörthersee flitzen lässt, kennt die Schaulust keine Grenzen. Feuerschlucker und Stelzengeher erinnern daran, dass es hier um heiße Öfen und um hohe Technologie geht. Um Technologie, die auch einen Weltmeister zu begeistern vermag. Also ich muss sagen, ich bin also hier aus keinen kommerziellen Gründen, sondern ich fahre also GTI schon aus Überzeugung seit 5 Jahren. Und ich wurde eben von VW gefragt, da ich in Wien war. Ob ich auf meinem Heimflug nach Ibiza hier in Klagenfurt eben für diese eine Stunde herkommen kann, um eben zu euch zu reden. Und ich bin also überzeugter GTI-Fahrer wie hier alle. Nur eins ist natürlich wichtig, dass wir alle überleben und mit dem Auto richtig und vernünftig umgehen. Und jeder weiß, wie schnell der GTI ist. Also wenn er in falsche Hände kommt, ist er sicher kein... Und wer einen Synchro hat, fühlt sich im Schlamm erst so richtig wohl. Ein Sondermodell auf Slowenisch. In Bled wird für Nachschub gesorgt. Denn die Dreiländerfahrt zehrt schon ein bisschen an den Kräften. Nicht immer muss der ganze GTI im Mittelpunkt des Interesses stehen. Manchmal genügt schon ein wichtiger Bestandteil, um in einer ganz speziellen Disziplin, die viel Feingefühl fürs Lenkrad erfordert, einen neuen Champion zu küren. Eines zeigte bisher jedes der GTI-Treffen ganz deutlich. Der GTI ist ein Modell,
das über Grenzen und Sprachbarrieren hinweg Menschen verbindet. Menschen mit Interesse und Verständnis für dynamische Technik, für hohe Leistung und perfektes Fahrvergnügen, aber auch für viel Sinn für Wirtschaftlichkeit, für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer erst einmal mit dem GTI gefahren ist, der ist diesem Auto für immer verfallen. Der GTI kommt aus dem Haus mit dem anerkannt besten Image für Qualität und Sicherheit in seiner Klasse. Seit 10 Jahren setzt er die Maßstäbe für sportliche Kompaktwagen und ist trotz zahlreicher Imitationsversuche unverändert der internationale Liebling der Jungen und Junggebliebenen. Dabei bietet er auch passive Sicherheit, wie es besser nicht geht. Ein Jahrzehnt ständiger Modellpflege und Weiterentwicklung hat den GTI zu einem der interessantesten Modelle der jüngeren Automobilgeschichte gemacht. Seine Vielseitigkeit beweist der GTI auch im harten Rallye-Einsatz. Das Auto, das sich gemächlich und problemlos durch den dichten Stadtverkehr steuern lässt, kann ohne große Veränderungen zu einem Siegerwagen bei Motorsportveranstaltungen werden. Im harten Rallye-Einsatz kann er seine Kraft und seine Robustheit immer wieder eindrucksvoll unter Beweis stellen. Selbst für x-fache Staatsmeister gilt, ein GTI sieht immer das Ziel, oft noch vor weit PS-stärkeren Konkurrenten. Was in aller Härte erprobt und bewährt ist, kommt jedem GTI-Lenker zugute. Wie weit man die Bandbreite der GTI-Leistung nutzt, hängt vom persönlichen Geschmack und den Verkehrsverhältnissen ab. Kein Zweifel, diese Vielseitigkeit verdient Applaus. Es ist wert, ein Fest zu feiern, wenn man weiß, dass man nicht allein ist mit der Bewunderung für sein Auto. Mit dieser wohl unvergleichlichen Zuneigung, die aus allen GTI-Fahrern eine einzige große Familie macht. Auf einem Turbo GTI und deshalb steh ich so auf die. Bist nicht nur lässig, auch sehr basic bist du. Bei dir brauch ich keinen Führerschein. Der Freizeitwert dieses faszinierenden Autos zeigt sich nicht nur auf den GTI-Treffen, aber hier eben besonders. Und es wird deutlich, dass das Muskelauto aus Wolfsburg noch über geraume Zeit nicht nur die Kraftproben mit der Konkurrenz bestehen, sondern ihr Vorbild bleiben wird. Ein Vorbild, für das 3 Buchstaben stehen. GTI.